Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von The Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part haben wir die wahrscheinlich leichteste Challenge von allen gemacht. Und in diesem Part machen wir was ganz besonders Cooles. Wir machen einen Eden Run. Denn ein Eden Run ist jedes Mal aufs Neue ein neuer Run, weil man mit coolen Items starten kann. Oder wie in meinem Fall, Guppy's Tail ist gut. Ansonsten mit der komischen Bombe und zwei Soul Hearts. Und Alter, das sind eine Menge Tiers. Lockdown, wundervoll. Gut, dann würde ich sagen, wir sind optimal in dem Part angekommen. Ich wollte gerade sagen, nein, ich meine natürlich in dem Kapitel. Nein, in dem Part ist es tatsächlich ein Part. Alter. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu der Bombe, die ich da habe? Ich weiß ihren Namen nicht, aber... verdammte Scheiße. Alter, die haut rein. Ich meine, habt ihr gesehen, was sie mit der Lust gemacht hat? Ich habe übrigens Poison Touch bekommen und ja. Alter, so viel ist gerade so viel los zu Beginn des Parts. Ist ja Wahnsinn. Kann ich ja gar nicht alles in Worte fassen, deswegen muss ich natürlich fragen... Wie geht es euch, meine lieben Freunde, Zuschauer, Seelenverwandte? Nehmt es mit. Ich hoffe, euch geht es natürlich gut. Das hoffe ich wirklich. Denn mir geht es nur bedingt gut. Ich war vorhin kurz draußen. Verdammte Scheiße. Es ist so windig. Es ist schrecklich. Ich bin mir sicher, wenn ich irgendwie einer der Menschen wäre, die aus irgendwelchen Gründen unter Untergewicht leiden... Ich glaube, es hatten wir auch mal eine freies Pass mit Untergewicht. Dann wäre ich weggeflogen. Also tut mir an alle leid, die nicht viel wiegen. Ihr solltet wohl besser das Haus nicht verlassen zu eurer eigenen Sicherheit. Sonst landet ihr nur irgendwo auf einer Windschutzscheibe. Wie eine gemeingefährliche Fliege. Dann werdet ihr vom Scheibenwischer zur Seite gewischt. Das ist der Lauf des Lebens. Die natürliche Auslese. Wenn nicht schwer genug, ist er mit dem weggeweht. Ich kann daran auch nichts ändern. Gern geschehen. Ich weiß, ihr fühlt euch jetzt alle besser. So, ihr geht mal dahin, meine Freunde. Boom! Idioten. Ich glaube, ich hätte die noch nicht einsetzen sollen, weil jetzt kommt gleich der Boss, oder? Ja, vielleicht bekommen wir noch eine Aufladung hin. Das würde ich doch sehr zu schätzen wissen. Ah! Und ihr entzündet euch nicht. Na, ihr seid vergiftet, wenn ihr mich berührt. Wundervoll. Poison Touch ist an sich eigentlich gar kein so schlechtes Item. Wenn man ein paar gute Items zur Kombination findet, kann daraus was werden. Und wir finden gerade viele... goldene Schatztruhen, haben aber keine Schlüssel wegen Guppy's Tail. Also bedeutet, sowas wie der Flat Penny, das wäre ein ziemlich mächtiges Upgrade. Ah, fuck. Okay, ich marschiere mal einfach zwischen euch durch, okay? Gut, Monstro, wie es aussieht, musst du dich mit Bob's Brain begnügen. Boom! Denn für die Bombe reicht es nicht. Tut mir wirklich leid. Aber ich sehe ja, du bist ein großer, du kommst damit schon zurecht. Na gut, ja, der Monstro. Ja, ist ein netter Typ. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Jetzt, wenn er Bob Spray frisst, dann ist er noch viel netter. Boom! Dummer Monstro. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben Poison Touch und wir haben Bob Spray. Das bedeutet, das hier könnte ein super giftiger Run werden. Ich hätte Bock auf einen Run mit vielen Gift-Items. Ich glaube, es wäre eine coole Sache. Aber hey, vorerst geben wir uns mit der Plazenta zufrieden, welche übrigens ziemlich cool ist. Weil wir dadurch wieder ein rotes Herz haben, welches wir in der nächsten Ebene im Idealfall gegen ein wundervolles Item von dem lieben Teufel eintauschen können. Das ist soweit mein Ziel. Verdammtes schwarzes Herz. Habt ihr gesehen, wie sich's einfach hingesetzt hat, um mich zu provozieren? Gott, habe ich das was gefressen, dieses Herz. So, und du? Ups, shit. Och, komm schon, Bob's Brain. Reiß dich zusammen, Mann. Sei hilfreich oder lass es bleiben. Entscheide dich. Oh, ich kann doch den... Na, ich kann den Pupi nicht richtig bekämpfen, wenn Bob's Brain die ganze Zeit um mich herumschwebt. Das ist schrecklich. Und nach wie vor, Flat Penny, bitte. Ich warte auf dich. Wo bleibst du? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, womit wir an eine Menge Schlüssel kommen können in dem Run. Ich meine, wir sind jetzt direkt mit Guppy's Tail gestartet. Das bedeutet, wir werden nicht viele Schlüssel finden. Das könnte ein Problem werden. Oh. Nett. Dark Bum wäre ziemlich cool. Wann hatten wir denn zuletzt Dark Bum? Meine Fresse! Dark Bum, wo bist du? Du warst doch mal so nett und klein und freundlich und immer zur Stelle. Die Zeiten sind vorbei. Ich spiele eine goldene Truhe. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt Bob's Brain und dieses Teil hier und dann... dann bekämpfen wir erstmal eine Runde Fistula. Wobei mir da gerade auffällt, dass uns keins unserer Items hier wirklich was bringt. Und nach wie vor... Nach wie vor, Fistula hier im Keller zu bekämpfen. Fuck! Ist mit Bob's Brain Bullshit. Und ansonsten,
Außer ziemlich der seltenste Boss aus dem Keller, oder? Oder täusche ich mich da? Täusche ich mich? Nein, ich täusche mich nie. Ist schon der seltenste Boss. Okay, vorsichtig. Mann, Bob's Brain. Flieg doch dann, wenn du fliegen sollst. Oh, shit. Okay. Shit, ich habe viel zu viel Schaden genommen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich einfach so drauf los traden kann beim Devil Deal. Es könnte jetzt problematisch werden, liebe Leute. Pentagramm hilft auf jeden Fall schon mal ungemein weiter. Was haben wir hier sonst? Die Schaufel. Ja gut, die Schaufel will ich eh nicht. Nee, okay, dann lassen wir das. Kein Devil Deal für den guten Eden heute. Kein Devil Deal für ihn. Denn der Eden hat schlecht gespielt. Nein, das war ein bisschen kacke vom Boss ja mit Bob's Brain in der Kombination. Das war nicht optimal. Aber hey, wir sind wieder ganz gut unterwegs. Und ich sollte vielleicht auch mal anfangen, mein Spacebar-Item, welches ja im Grunde eine kostenlose Bombe ist, als solche zu verwenden. Werde ich irgendwann mal machen. Weiß aber auch im Kampf echt viel bringt. Zum Beispiel im XL-Raum. Da hätte ich super gerne... Shit, wir haben keinen Schlüssel. Hätte ich super gerne Bob's Brain dabei. Oh, hi ihr. Hi ihr Mullibooms. Hi, geh weg. Danke. So, und du? Grüß Bob's Brain. Wundervoll. Sterben. Yay! Und du stirbst auch. Gut. Ich würde sagen, an sich... läuft dieser Run eigentlich nicht übel, aber... Oh, fuck. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Okay, vom Lebensstandpunkt aus läuft der ziemlich übel. Ja, wir müssen halt nur von irgendwo irgendwie Schlüssel hernehmen. Dann hätten wir absolut kein Problem mehr. Oh Gott. Gehen wir alle zu dem hin. Dankeschön. Da ist ein Schlüssel. Ja, und ich habe natürlich meine Bombe so fantastisch gelegt, dass der Schlüssel uns da drüben nichts bringt, weil ich noch eine Bombe verschwenden muss. Super! Bedeutet aber auch, dass ich in den Goldraum rein kann. Und das ist doch eine Sache, die ich sehr zu schätzen weiß. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Bob's Brain mitzunehmen, ob das wirklich die beste Idee war, mit der ich, oh, yes, Gratis-Schlüssel. Ja, ja, ja. Und eine Gratis-Bombe hätte ich noch gern. Ich meine, wenn ich Bob's Brain habe, dann kann ich mir auch Gratis-Shit holen dafür. Dafür ist Bob's Brain da, glaube ich. Genau, was ich sagen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob Bob's Brain wirklich, das optimale Item für uns war. Boom! Yes! Kostenlos. Oh Gott, geh weg. Der Bob's Brain könnte auch den Tod für uns bedeuten. Naja. Rote Spinne, komm so mal wieder hoch. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Raum hier echt nicht mag. Weil er echt nervig ist. Falls nicht, dann wisst ihr Bescheid. Echt nervig, mag ich echt nicht. Nee, nee, nee. Ich will's. Aber vorher will ich noch in den Goldraum. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles drin. Und dann werden wir die drei roten Kisten mitnehmen. Denn da, hoho. Da könnte ja alles drin sein. Alles. Gut. Gut, ich würde sagen, es hätte durchaus schlechter laufen können. Ich meine, Polyphemus ist okay. Ist ganz okay, das Item. Oh, fuck. Was zum Teufel? Okay, dieser Raum hier war schlecht. Aber jetzt sehen wir gleich, wie stark wir sind. So, Dingle. Wie gefällt dir der Polyphemus? Ah, Dingle! Halte dich fern von mir. Friss Bob's Brain und Polyphemus. Oh Mann. Dieses Soul Heart hätte ich übrigens nicht verlieren sollen. Oh Gott, Gemini, wirklich? Oder wie Cornel so schön sagt, Gemini. Oh, warum sagst du Gemini? Das klingt voll komisch. Ich nenne ihn Gemini. Ja, Cornel. Gemini klingt sehr viel richtiger. Gemini, wie sollte er auch sonst heißen? Oh Mann, wir haben jetzt noch so viel Shit auf der ganzen Ebene rumliegen, aber ich kann nichts davon mitnehmen. Wobei wir könnten vielleicht... Ich kann nicht in den Shop, auch wenn ich den Geheimraum finde. Oh Junge, 3 Münzen. Das bringt mir so viel. Wahnsinn. Gut, wir haben die 3 Münzen. Ja, ich kann sonst nichts machen. Fuck. Och Leute, wie kann ich das Schlüsselproblem, das gerade so schnell es nur geht, auf uns zurollt, lösen? Wir hätten sogar eine Bibliothek. Ah, das bringt mir nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. Ist nicht schön. Ja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen, Leute. Wobei, vorerst sollte meine höchste Priorität darin liegen, nicht zu sterben. Oh Gott. Und Bob's Brain ist da natürlich ein getreuer Gefährte, der uns ermöglicht, auf keinen Fall früh zu sterben. Naja, Schlüssel. Dankeschön. Den sprengen wir weg. Ihr habt da in der Vergangenheit gute Erfahrungen mitgemacht. Naja, diesmal nicht. Pretty Fly, wundervoll. Damit kann ich doch arbeiten. So, und wie mache ich... Oh, fantastisch.
Oh, ich... Bob Sprain, warum habe ich dich mitgenommen? Ich weiß nicht, wie ich den Raum hier angehen soll am besten. Ich meine, jetzt ist er kein so ein Problem mehr. Jetzt habe ich... Er ist immer noch nervig, aber kein Problem mehr. Oh, Bob Sprain. So nervig. Warum habe ich mich dazu entschieden, das mitzunehmen? Ich meine, sicher, auf der einen Seite... Okay, das brauche ich auf jeden Fall. Auf der einen Seite bringt es mir natürlich auch was, aber auf der anderen Seite... Oh, Mann. Ich krieg da richtig auf die Fresse wegen Bob Sprain. Ah, wir machen erstmal das hier. Spider-Butt. Ha. Haut mich nicht um. Bleib ich lieber bei dem hier. Zwei Münzen. Oh, mehr Münzen. Ich glaube, ich hätte in den Shop gehen sollen. Ich bin sogar relativ sicher, dass ich in den Shop hätte gehen sollen. Vielleicht bekommen wir noch einen coolen Devil-Deal oder einen coolen Engelsraum mit ein paar vielen Soul-Hearts drin. Das wäre doch auch nett. So, gegen wen kämpfen wir? Fantastisch. Gut. Der hatte scheinbar nicht allzu großes Interesse an der, kleinen Bumfriend-Figur, die da rumlag. Finde ich nicht so gut, aber respektiere ich. Ich respektiere deine Entscheidung, Pestheil. Ich respektiere sie und jetzt stirb. Ah! Devil Deal. Okay. Devil Deal, bring mir Glück. Bring mir Glück. Das sind eine Menge Pillen, möchte ich mal so anmerken. Paralyzes, juhu. Lockdown, Wahnsinn. Bad Trip, perfekt. Puberty, perfekt. Tears up. Wahnsinn. Einfach, wow. Das war eine satte Ausbeute, möchte ich mal sagen. Das war eine richtig satte Ausbeute und wir haben nur ein Herz. So, die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, ist natürlich, wie sollte man in diesem Raum am besten keinen Schaden nehmen? Egal was, wie auch immer, mein Movement ist auf jeden Fall falsch dafür. Und die andere Frage, die wir uns alle stellen, ist, wie soll ich aus dieser Situation wieder rauskommen? Ausgezeichnete Frage, ich weiß es nicht. Wir haben ein halbes Herz. Kein Schlüssel, kein Nichts. Ihr legt auch nirgendwo ein Herz rum. Und ich habe ein ganzes Herz. Dankeschön, Plazenta. Ich glaube, es war die Plazenta. Dankeschön. Och, komm schon. Wurde ich jetzt wirklich von dem kleinen Mann getroffen? Ah, ich kann nicht mal in den Challenge rauben. Oh, das läuft nicht gut, Leute. Das läuft gerade ganz und gar nicht gut. Die Feuer, die ignoriere ich mal ganz gepflegt und dezent. So, Larry. Kurzer Larry. Also mal einen kurzen Moment Zeit für mich, das hoffe ich doch. Und du anderer Larry, du stirbst, bitte. Entschuldigung, dankeschön. So, was haben wir hier? Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wenigstens one-hitte ich sie. Komm mal hierher, bitte. Komm mal hierher, mein Freund. Ja! Yeah! Nein! Shit! Wir haben eigentlich einen miesen Pillenpool, warum mache ich das hier? So, was haben wir hier? Puberty. Wahnsinn. Ich wollte eigentlich mit dem Bony-Freund noch die Pilze da wegsprengen. Hat er nicht so ganz geklappt. Und wo bekomme ich jetzt Schlüssel her und überhaupt irgendwas? Und ich will so dringend in den Shop, bitte. Lass mich bitte in den Shop. Das wäre wirklich, es wäre wirklich sehr wichtig für mich. Ich meine, ich habe Polyphemus. Der Run, der darf nicht schief gehen. Er muss gut werden. Polyphemus ist das Item, das man immer in jeder Situation haben will. Versteht ihr? Das kann ich jetzt nicht einfach so aufgeben, nur weil ich ein, zwei schwache Momente hatte. Es geht nicht. Schlüssel. Fuck. Wie kommen wir an Schlüssel in diesem Run? Ich glaube, wir müssen hier kämpfen. Müssen wir. Ja, das war... Ich weiß, das war sehr, sehr clever, das Soulheart jetzt schon mitzunehmen, Leute. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, wir sehen schon. Klüger hätte man es nicht lösen können. Ist ja nicht so, dass da jetzt noch ein halbes rotes Herz lag oder so. Nein, nein. Oh, noch eine Truhe. Fuck, und wieder kein Schlüssel. Ich dachte, wenigstens aus den Kisten bekomme ich einen Schlüssel raus oder so, aber... Ne, Bomben habe ich auch keine. Na gut, ich habe eine Bombe. Wenn man es ganz streng sieht. Aber ich habe keinen Schlüssel. Und das bereitet mir ein wenig Sorgen. Nach wie vor, ich glaube, das ist auch der rote Faden, der sich durch den Run hier ziehen wird. Apropos roter Faden, der sich durch den Run zieht. Boah. Genau, müssen wir komisch husten erstmal. Und dann brauchen wir... Fuck. Oh, warum bin ich hier reingegangen? Warum bin ich hier reingegangen?
Ja, okay, der Raum geht. Der ist nicht so wild. Glaube ich, hoffe ich. Genau, apropos runterfallen sich und runs, wir brauchen eine Frage des Parts, Leute. So, deswegen machen wir es simpel. Seid ihr der Typ Mensch, der Getränke aus dem Glas trinkt, wie ein Bonze? Oder seid ihr der Typ Mensch, der Getränke aus der Flasche trinkt, wie ein Mann? Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, ob man alleine lebt oder nicht. Oh, Schlüssel. Ich meine, ich trinke so gut, ich trinke eigentlich immer aus der Flasche. Außer ich habe das Trinken im Kühlschrank gehabt und dann, ja, dann nervt es dann, weil es dann wieder warm wird, wenn man es draußen rumstehen hat. Aber ansonsten, da trinke ich dann aus Gläser. Aber ansonsten, Alter. Ich bin der Flaschentrinker schlechthin. Aus Bequemlichkeit, ja, ganz recht. Dankeschön. Bad guess, nicht so ein Dankeschön. Aber hey, gerade... Oh, zwei Bomben, wundervoll. Müssen es versuchen. Ich sag's euch, der Magic Mushroom. Alter, der wäre stark. Telepille. Oh, Shop. Okay. Okay, wir bleiben ganz cool. Wir nehmen das hier mit. Denn mit dem Starter-Deck gibt es keine... Soweit ich weiß, gibt es dann keine Pillen mehr. Das war das Starter-Deck, oder? Willst du bitte... Willst du bitte zwischen den... Entschuldigung. Zwischen den Karten hin und her wechseln. Wie macht er das denn? Oh, der wechselt nicht zwischen den Karten hin und her. Genau, aber zur Frage des Parts nochmal, um darauf zurückzukommen. Flasche oder Glas? Das ist so interessant, die Welt muss es erfahren. Wäre echt, glaube ich, so viel Statistik interessant irgendwie. Goldener Schlüssel. Sehr, sehr starkes Item. Warum wechselst du nicht zwischen den scheiß Items da? Zwischen jetzt... Hanged Man, ja, wisst ihr was? Ne, den Devil will ich beim Boss verwenden. Hanged Man machen wir jetzt. Oh. Na gut. Das erklärt, warum ich nicht hin und her wechseln, weil ich zweimal den Devil habe. So, Leute, darf ich mal anmerken, dass ich durch dieses Starter-Deck unser Run gleich wieder ein gutes und durch den goldenen Schlüssel unsere Erfolgschancen in diesem Run gleich wieder enorm erhöht haben. Wobei, Schlüsselmangel ist nach wie vor da. Aber hey. Hier setze ich noch eine Bombe, weil wir vielleicht einen Hierophanten rausbekommen könnten. Bekomme ich natürlich nicht. Danke dafür. Naja. Na, ich denke, wir können das noch retten, Leute. Auch wenn ich echt Scheiße gebaut habe. Ich meine, das ist ein Polyphemus-Run. Verdammte Scheiße. Polyphemus. Das wohl beliebteste Item im Spiel, neben Sacred Heart und sowas. Eins der beliebtesten auf jeden Fall. Und damit, da verkackt man den Run nicht einfach. Da gibst du dir Mühe. Oh fuck, geh weg. Nein! Na! Ich dachte, ich kann der Bombe noch entkommen. Oh Mann. Das war gut. Schlüssel. Liberty Cap gefällt mir ehrlich gesagt besser als der Magnet. So, Bob's Brain kommt wieder und dann gehen wir zum Boss. Und der kriegt richtig auf die Fresse. Passt mal auf. Mega Fatty! Na gut, Mega Fatty. Oh Mann, nein! Bob's Brain! Raste nicht so aus, bitte. Halt dich zurück. Und dann halten wir uns von Mega Fatty fern, damit er uns nicht, nicht auf uns drauf hüpfen, Alter. Nicht auf uns drauf hüpfen. Oh Gott. Okay. Okay. Super Bandage. Tatsächlich ein mächtiges Pickup für uns jetzt aktuell in der Situation. Und ich würde mal sagen, wir erkunden ehrlich gesagt noch weiter. Denn, jetzt kommt das Problem. Nein, kommen wir nicht ran. Jetzt kommt das Problem. Wir haben oben noch 5 Pilze, die wir wegsprengen können mit dem Spacebar-Item. Und wir haben den goldenen Schlüssel. Das bedeutet, in dieser Ebene werden eventuell viele goldene Kisten für uns spawnen, was ziemlich gut wäre. Und wenn goldene Kisten spawnen, können wir sie gratis aufmachen. Und da wiederum könnten dann ein paar Schlüssel drin sein. Und das würde uns enorm weiterhelfen. Danke für alles kaputt machen. Ich kann nicht in den Arcade-Raum, oder? Ja. Eine Münze bräuchte ich auch. So, die zum Beispiel können wir aufmachen. 2 Schlüssel. Dann seht ihr mal. Da seht ihr mal, es hat sich direkt gelohnt. Man, Guppies Tail zu Beginn zu bekommen, das ist echt... Das will man nicht. Damit ist echt nicht zu spaßen, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Wenn euch jemand gleich zu Beginn des Runs Guppies Tail anbietet, dann denkt lieber zweimal drüber nach, ob ihr das auch wollt. Denn ich will es nicht. Naja, wobei... wenn ich jetzt mehr Guppy-Items schon gefunden hätte, wäre es echt cool, aber... So wie es aktuell ist, Bullshit. Ist echt nicht optimal. Ich meine, ich werde nicht Guppy werden. Hi, ihr Fledermäuse. Bob! Danke, Bob. Und du stirb.
Entschuldigung, stirb, dankeschön. Münze! Das heißt, ich kann in den Arcade-Raum, okay. Da haben wir ein ganzes Herz rumliegen, das ist auch gut zu wissen. Wir müssen uns das, das jetzt alles merken, weil wir ein bisschen taktisch vorgehen müssen, liebe Leute. Bisschen taktisch! Taktik für Kunde mit MOP. Das machen wir jetzt. Das wird so hilfreich, das glaubt ihr gar nicht. Geh weg, Sabber. Dankeschön. Oh, hi ihr. Kommt ihr bitte ran? Danke. Das ging unerwartet schnell. So, dann würde ich sagen, wir gehen zuerst mal in den Arcade-Raum. Und im Arcade-Raum, da opfern wir dann ein paar Herzen. Dann werden wir auch mal schauen, was in dem Boss-Challenge-Raum drin ist. Und dann sollte auch alles wieder ganz cool aussehen. Und ich habe die Plazenta. Oh, ein cooler Zehner. Ein cooler Zehner. Dankeschön, cooler Zehner. So, was würde es da drin eigentlich geben? Nee, ist mir nicht wert. Gut, ich würde sagen, ich nehme jetzt nochmal eben das rote Herz mit. Dann spielen wir noch zweimal an dem Automaten und dann sind wir eigentlich soweit auch fertig. Dann sind wir bereit für die nächste Ebene, ne? Mit dem Eden. Das ist ein Eden-Run, wusstet ihr schon? Mit Eden müssen wir übrigens noch, Blue Baby killen. Weil mit Eden habe ich bisher nur den Darkroom gemacht, wie es aussieht. Zumindest auf Hard. Im Hard-Mode. Ja, deswegen... Die Chess steht auf dem Plan. Child's Heart. Nehme ich mal mit für eventuell zukünftige Arcades. Dann können wir also ganz nützlich werden, wenn mehr Herzen spawnen. Herzen spawnen ist eigentlich immer an sich eine gute Sache. Kann man sich nicht beschweren. Und spreng alles frei für uns. Dankeschön. Temperance. Joker. Yes. Oh, der Wafer. Danke, mein Guter. Nee. Tut mir leid, Leute. Es tut mir ja leid, aber ich fühle mich aktuell noch nicht bereit dafür, gegen den Engel zu kämpfen. Ich kann es mir aktuell nicht leisten. Aber die großen Fliegen, das ist ein richtig starkes Upgrade. Dafür musste ich leider meine Bombe opfern. Tut mir auch leid, aber ich muss Hive Mind mitnehmen. Hive Mind ist stark. Ah, Moment, der Boss ist da unten. Okay. Meine Fresse, wie lange bin ich jetzt schon unterwegs? Das ist wieder einer von den richtig langwierigen Runs. Tut mir leid dafür, aber... Hey, ich muss irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Obwohl alles ganz gut ist, aber ich stelle mich gerne... Das war knapp. Ich stelle mich gerne scheiße an, deswegen muss ich da versuchen, möglichst wieder alles zu retten, was ich versaut habe. Vielleicht kennt das Verhalten jemand von sich selbst. Naja, ich kenne es von mir. Würde ich gerne ran? Nein, würde ich nicht gerne ran. Ich habe keinen goldenen Schlüssel. Warum habe ich Bobs Brain mitgenommen? Ah, so eine Scheißidee, so eine richtige Scheißidee. Oh, nimm doch Bobs Brain mit. Was soll da schon schief gehen? Ach ja, alles. Wobei es in der Situation jetzt auch wieder enorm viel gebracht hat. Ich glaube, die Truhe will ich aufmachen. Tour of Hearts. Ist okay. Ist okay. Fällt mir zwar nicht wirklich besser als Devil, aber ist okay. Komm mal her, ihr Patscherchen. Dann friss Bobs Brain, damit ich mich von euch fernhalten kann. So. Beziehungsweise, damit ich wieder näher an sie ran kann, was ich aber eigentlich nicht wirklich will. Diese komplizierte Geschichte. Und haben wir einen Geheimraum. Den nehme ich mit. Geheimraum, was hast du für mich? Noch besser. Noch besser, noch besser, noch besser. Weil ich es mir eigentlich erst vor dem Boss hätte mitnehmen sollen. Oh Gott. Und danke für den Schlüssel, mein Guter. Weiß ich sehr zu schätzen. Shit. Dann hört auf zu hüpfen und sterbt bitte. Genau, und jetzt noch sterben. Dann ist alles cool. Bam. Wundervoll. Dafür will ich keine Bombe opfern. Ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Temperance holen wir mal her. So, gib mir ein paar Herzen. Dankeschön. Und dann... Das war, glaube ich, dumm, was ich gerade gemacht habe, oder? Dann... Shit, da bräuchte ich zwei Bomben, um darüber zu kommen. Kacke! Dann bräuchte ich noch von irgendwoher ein rotes Herzchen. Shit. Gott, Bobs Brain. Was dachte ich mir dabei? Warum dachte ich, dass das eine gute Idee ist? Kacke. Meint wir sprengen den einfach in die Luft. So, da habe ich mein halbes Herz. Das heißt, ich kann Tour of Hearts einfach mal wundervoll verschwenden. Und das wiederum heißt, ich habe die Bombe nicht mehr für den Boss. Aber wir haben aktuell drei blaue Fliegen.
die ziemlich stark sind. Deswegen wollen wir die auch einsetzen. Och, komm schon, Monstro 2. Mach keine Scheiße jetzt. Seht ihr, die haben guten Schaden gemacht, die Fliegen. Dann haben wir den Monstro schon fast zur Hälfte down. Und mit fast zur Hälfte meine ich nicht fast zur Hälfte. Oh, danke, Monstro. Triff mich noch einmal und mein Devil Deal ist weg. Also, ich warne dich. Reiß dich zusammen, Monstro. Ich weiß schon, warum ich den kleinen Monstro lieber mag als dich. Weil er cool ist im Vergleich zu dir. Fucking Monstro. Sehr schön. Wir bekommen Damage und Range ab. Ist okay. Und Krampus. Ist nicht ganz so okay. Oh Gott. Oh Gott. War ich mir gerade sicher, dass der mich mit seinem Bullshit erwischen wird. So, Lump of Coal. Oh, Gubbyset. Yes. Gubbyset ist übrigens, nur damit ihr es wisst, genau das Item, das wir uns aktuell wünschen. Ich meine, sicher, so schlüsselmäßig stehen wir immer noch richtig scheiße da. Aber durch Polyphemus haben wir ziemlich hohen Schaden. Und mit Gubbyset spawnen wir ein paar von unseren Hive-Mind-Fliegen pro Raum immer. Und die werden ziemlich viel ausschalten, denke ich mal. Das bedeutet, dass ich weniger selber machen muss. Und das wiederum bedeutet, wir gehen da jetzt rein. Wir nehmen den hier mit. Wir nehmen das hier mit. Und wir nehmen das hier mit. Das blaue Herz hätte ich später mitnehmen sollen. Ja, ist mir auch gerade bewusst geworden. Ja. Genau, und wir suchen jetzt noch den Goldraum. Und dann gehen wir straight weiter in die nächste Ebene. Seht ihr, es ist nicht mehr alles so ganz so langsam wie am Anfang. Wir kommen langsam ins Rollen. So runmäßig. Wo ist denn der Goldraum? Ah, Anusfliegenraum. Ganz unangenehme Sache. Los, tötet meine Fliegen. Tötet! Ich find's schön, dass die Fliegen alles one-hitten. Das ist sehr angenehm. Ich sag, der Goldraum ist da drüben. Ich hoffe, ich bin schnell genug für die Stacheln. Ja, bin ich. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Okay, Vision ist okay, denke ich. Oh Gott, das war knapp. So. Strength ist sehr gut. Devil ist... Ich glaube, es ist mir alles lieber als Vision, wenn ich ehrlich bin. Wir bleiben dabei. Ah ja, Goldraum ist hier übrigens nicht, falls ihr es nicht gemerkt habt. Oh, Tinted Rock. Dankeschön, Bob's Brain. Danke, Bob, du machst dich doch nützlich. Na, ich muss sagen, Bob's Brain ist auch so ein Item. Ich denke, man kann damit leben, wenn man will. Kann man schon was mit anfangen. So, und jetzt machen wir erstmal was unfassbar Langwieriges. Wir spielen, ja, wobei, wir haben nicht viele Herzen. Wir spielen erstmal hier in dem Automaten ein bisschen, damit wir ein bisschen Cash bekommen. Damit ich mir in der nächsten Ebene im Idealfall wieder was im Shop kaufen kann. Und vielleicht bekommen wir ein HP ab raus. Das wäre auch ziemlich cool. Gib mir ein HP ab. Das ist nicht das HP ab, oder? Nein, das ist der EV-Bag. Den will ich nicht. Entschuldigung, ich muss nochmal hoch. Ja. Wundervoll. Okay, Goldraum. Wo bist du? Und ein Speed-Up wäre übrigens auch eine unfassbar coole Sache aktuell. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren. Aber. Jetzt kommt das Aber. Ich bin scheiß langsam. Das heißt, ich will mich eigentlich schon beschweren. Ich bin echt zu langsam. Ah! Großer Gott. Das war knapp. Okay, und damit den Goldraum. Und wir bekommen... Mums Eyeshadow Charm Tears. Nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Gut. Gut, gut, gut. Wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt einfach. Ja. Ja, war eine gute Idee. War eine gute Idee, es zu riskieren. War eine gute Idee. War eine gute Idee, vielleicht. Nein, war keine gute Idee. Shit, wobei ich hätte es aufheben können und dann hätte ich mich gratis rauswarpen können. Sei es nicht so einfach, Leute. Sei es nicht so einfach. Vor allem, wenn ich jetzt nicht endlich mal... Ich hätte die Kiste. Nein, hätte ich nicht echt die Schlüssel für opfern müssen. Vor allem ist alles nicht einfach, wenn ich nicht irgendwann mal ein verdammtes Speed-Up irgendwo herbekomme. Das ist ja schrecklich. So langsam. Oh, halbes Herz. Und weiter. Mir fällt gerade auf, bei Monstro 2 hätte ich die Devil-Karte verwenden können. Werde ich auf jeden Fall beim Arm verwenden. Denn das wird ein unschöner Kampf. Genau wie das hier. Fucking Envy. Nerv mich nicht. Ich habe keine Zeit für dich. Muss kämpfen. Muss die Welt retten oder sowas ähnliches. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Damage sehr zufrieden aktuell. Vor allem dank dem komischen Blubberbläschen-Upgrade, von welchem jede zweite Träne so rot wird. Und ich glaube, damit macht sie dann 2 Damage mehr. Alter, Chubby, was macht ihr da hier, Chubchubs? Seit wann kriecht ihr denn über die Stacheln da?
Naja, egal. Soll mir recht sein. Denn wir finden uns hier in einer sicheren Position. Das heißt, ich kann einfach hoffen, dass ich hier mit Box Brain, na, die Schädel nicht kostenlos aufmachen kann. Das heißt, könnte ich schon, aber es dauert ja Jahre, bis es passiert. Deswegen machen wir es nicht. So, Guppy's Head. Oh nein, nicht der Pinraum. Fucking Pin, Alter. Der Pin, der wurde bedient. Der auch. Wie gesagt, damage-mäßig stehen wir echt aktuell richtig gut da. Nur in der Verteidigung, da ist Luft nach oben. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja noch diese Luft nach oben. Kann ja noch alles passieren, the world. Wow. Habe ich die aber sinnvoll eingesetzt. Junge, Junge, Junge. Oh, fuck. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Aber ist gut gegangen. Dank den Fliegen. Gott, die Fliegen. Moment, uns fehlt nur noch ein Guppy-Item. Das notieren wir uns in unserem Hinterkopf. Noch ein Guppy-Item. Und wir sind voll super und Guppy. Das ging schnell. Machen wir auf. Ah, Bomben. Na gut, 5 Bomben sind auch okay. Will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Den geschenkten Bomben, den schau so nicht in die Lunte. Ganz klar. So, was wäre aber eigentlich ein gutes Upgrade, was wir bekommen könnten? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ein Speed-Up, ein Tears-Up. Eigentlich wäre so ziemlich alles noch ziemlich gut. Aber der Joker, der ist besonders gut. Denn den werden wir sowas von mitnehmen. Hi, ihr. Was geht ab? Oh, Guppy's Head. Das ging schnell. Wundervoll. Ja, alles, was irgendwie unsere Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, wäre ziemlich cool. Und unsere Leben. Und ein Damage vielleicht auch ein bisschen. Na, wie gesagt, alles. Alles würde uns aktuell weiterhelfen. Wobei wir damage-mäßig echt gut dastehen dank den Fliegen. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fühle mich noch nicht so sicher, wie ich mich gern fühlen würde, ehrlich gesagt. So, greift euch gegenseitig an. Gegenseitig angreifen geht anders. Ihr Scheißviecher. Bam, bam. Stirb. Okay, und du komm auch mal runter. Wundervoll. Dann bleib da oben. Aber stirb. Organsäcke. Hi. Es geht ab. Töte ihn, Flieger. Dankeschön. So, was haben wir hier? The Devil. Ich glaube, ich bleibe bei meiner aktuellen Karte. Waren wir in dem Geheimraum hier schon? Ja, waren wir. Okay. Das ist also der normale. Das heißt, ich könnte eigentlich mal Glück versuchen, um an schwarze Herzen zu kommen. Klappt gut. Ausgezeichnet. Ne, was haben wir hier? Oh, zweimal der Doppeljoker. Okay, Leute, das ist eine starke Sache. Der Doppeljoker ist eine wirklich starke Sache. Den möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen lassen. Ganz wichtig für mich. Aber wo ist der Goldraum? Ernsthaft. Den will ich mir ehrlich gesagt auch nicht nehmen lassen. Deswegen versuchen wir auch noch in den Idealfall in schwarze Herzen zu kommen. Emperor wäre auch stark. Ist alles gerade ziemlich stark, was ich hier habe. Oh Gott. Hi. Was geht ab bei euch? Freut mich, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Oh, 2 goldene Truhen. Shit, das sind ja die letzten 2 Schlüsse, die ich jetzt verschwende, okay? Die letzten 2. Versprochen. Okay, Moment. Tut mir leid. Ja, das war es absolut nicht wert. Das waren keine 2 Schlüssel wert. Was haben wir hier? Ah. Oh. Nett. Danke. Den kann man irgendwie auch 2-mal mit seinen HP füttern. Ich weiß aber nicht wie. Weil ich habe das Timing dafür nicht raus. Ich weiß es nicht. Lassen wir es. Sprengen wir den Kollegen noch in Luft und hoffen, dass wir Herzen rausbekommen. Halbes Herz. Oh, ein Plazenta hat was gemacht. Und? Fuck. Hat nicht gereicht. Nee. Habe ich noch irgendwo Herzen rumliegen? Und wenn, dann sollte ich die nicht da... Oh shit, dann sollte ich die nicht mit darüber nehmen. Weil mir gerade auffällt, wir müssen ja gegen Mom kämpfen und ich stehe HP-mäßig überhaupt nicht gut da. Und hier wurde ich fast getroffen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht getroffen wurde.
Okay, verschwenden wir hier noch ein paar Bomben. Oh. Oh. Balsam. Für meine geschundene arme Seele. Oh, Alter. 4 Soul Hearts. Das ist eine Ausbeute. So will ich das sehen. So und nicht anders. Ich glaube, der Shop ist wichtiger. Okay. Gut, hätte alles besser laufen können hier, aber... Hey, hätte auch schlechter laufen können. Wir haben wenigstens den Schlüssel wieder, das heißt, wir können hier mal eben reinschauen. Und wir bekommen Maggie's Bow HP ab und you feel refreshed. Ich sehe ziemlich fresh aus. So, Leute, und wisst ihr, was gerade ziemlich gut ist? Wir haben jetzt mindestens 2 vollwertige Devil Deals vor uns. Und wisst ihr, warum das gut ist? Weil wir eine Menge HP haben. Und das bedeutet, wir haben eine Menge HP, die wir wegtauschen können. Und wir haben auch eine Menge blaue Herzen. Wisst ihr? Der Run, der hat langsam angefangen und der zieht sich aktuell immer noch. Aber ich glaube, aus ihm kann was werden. Ich glaube an ihn. Ich habe da wirklich große Hoffnungen, dass in ihm Potenzial steckt. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ihr als werdende Eltern eines fertig geschauten Videos. Ihr wisst ja, wie man sich da fühlt. Eigentlich könnte ich auch noch den Demon Judgment zum Auszahlen bringen. Ach, was soll's. Dauert mir jetzt zu lang. Wäre auch mal zum Punkt kommen. Ja, danke, Mom. Danke. Und unsere Fliegen nach wie vor. Alter. Die sind stark. Und fürs Protokoll nochmal. Wir bräuchten nur ein einziges Guppy-Item. Und dann werden wir Guppy. Was haben wir hier? Och, ernsthaft. Willkommen. Fantastisch, Mom's Bra. Gut, dann gehen wir weiter. Nein, gehen wir weiter. Und ich würde mal sagen... Oh nein, Curse of Darkness. Wir setzen direkt den ersten Joker ein. Nehmen die 2 Herzen mit. Erlangen die Fähigkeit zu fliegen. Und sind recht dankbar darüber. Allerdings auch nur begrenzt, weil... Komm schon. Das ist nicht so gut alles. Das ist nicht so gut. Machen wir den Raum da oben. Oh Gott. Spinnenraum. Nicht nett. Ihr habt ihn nicht gesehen, die Spinne. Naja, gut. Danke, schwarzes Herz. Du hast mir ungemein geholfen. Haben wir den Boss hier? Nein, haben wir nicht. Haben wir einen Tinted Rock hier? Ja, haben wir. Aber wir haben keine Bombe. Warum bin ich hier reingegangen? Was habe ich mir jetzt hiervon erhofft, wenn ich hier reingehe? Naja, vielleicht bekomme ich einen Schlüssel. Das wäre ganz cool, weil wenn wir in die Chest gehen, dann würde ich bis dahin ehrlich gesagt noch 1-2 Schlüssel mitnehmen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber unsere aktuelle Schlüsselausbeute ist... 0. Ja, ich weiß, nicht viel. Ist echt nicht viel. Oh, fuck. Oh, fuck, wie viele sind da noch von euch? Geh mir nicht auf den Sack. Danke. Okay, jetzt noch die kleinen Pupis. Und wir haben es geschafft. Wundervoll. Eine Bombe. Ich wollte einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Das ist was anderes als eine Bombe. Oh nein, jetzt werden hier meine ganzen... Fliegen aufgebraucht. Fantastisch. Und ich möchte mal anmerken, die Fähigkeit insgesamt zu fliegen, nicht nur fliegen zu spawnen, sondern auch selber zu fliegen, ist stark. Hilft uns ungemein weiter. Ganz ungemein. So, und jetzt noch ein paar Schlüssel. Okay, dann nicht. Ich könnte da oben noch den Tinted Rock holen. Wisst ihr was? Ich glaube, das werde ich jetzt gleich auch noch machen. Ich meine, vielleicht ist da der Small Rock drin. Und der Small Rock so ein kleines Damage ab. Das können wir gut gebrauchen. Weil auch wenn es nicht so aussieht, ist unser Damage echt... Er ist noch okay, aber langsam wird er halt echt schlechter im Vergleich zu den Gegnern. Das Einzige, was uns aktuell noch rettet, sind die Fliegen. Und jetzt, wenn wir noch ein Damage up hätten, dann alles wäre cool. Aber hey, vielleicht in dem Devil Deal in der Kathedrale. Vielleicht bekommen wir da was Cooles. Wer weiß. Dann sollten wir erstmal auf jeden Fall den Boss suchen. Lieber Boss, ich habe eine Frage an dich. Wo bist du? Bist du hier? Ja, da ist ein Boss. Das ist nicht der, den ich wollte. Oh Gott. Oh, Fistula. Unangenehme Erinnerungen an dich in diesem Run. Unangenehme Erinnerungen. Mit dir hat alles angefangen, uncool zu werden. Also, reiß dich bitte zusammen, Fistula. Ja. Okay, cool. Und? Wundervoll. Läuft ja alles an sich ganz gut. Mit dem Polyphemus. Panzer wäre natürlich auch ein ziemlich cooles Pickup. Oder einfach Curved Horn. Allgemein cooleres Trinket. Ja, wobei es hat uns schon ein Herz gespart. Aber wir werden nur noch einen Devil Deal bekommen, also... Ja, das ist, denke ich, auch nur bedingt hilfreich, das Trinket. Aber hey, es hätte hilfreich sein können. Irgendwann mal.
in irgendeinem Paralleluniversum. So haben wir hier einen Tinted Rock. Lass mich ganz genau nachschauen. Ja, da ist einer. Da ist einer. Gefunden! Nee. Nee. Bin aktuell nicht in der richtigen Pussy. Schon wieder zwei Joker. Ha. Nehme ich lieber Empress mit in den Bosskampf. Bin aktuell nicht in der Situation, um noch mehr Schlüssel zu verschwenden. Kann ich mir nicht leisten. Das war ein schwacher Duke of Lies. Der war richtig schwach. Der Duki Duki Duki. Ich hab... Ist er ein Tinted Rock? Nee, ich hätte hier keine Bombe. Was wäre da oben? Herzen. Interessant. Friss meine Empress! Oh Gott. Hi, ihr. Was geht ab? Ah! Fuck. Wusste gar nicht, dass die einen da oben dann so einsperren können. Die Scheißviecher. Oh, jetzt mach bitte nicht die ganze Zeit deine komischen Strahlen vom Himmel. Die sind nämlich gar nicht mal so freundlich, wie du vielleicht denkst. Devil Deal bekommen wir nicht, aber das ist okay. White Pony bringt mir gar nichts. Ist nicht ganz so okay. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen noch den Joker mit. Und haben damit eventuell die Chance, in der Chest noch an ein wundervolles Devil Deal Item zu kommen. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Dann wissen Sie jetzt Bescheid. Hier wollen wir es übrigens nicht... Oh Gott. Ja, ist gar nicht so groß. Hier wollen wir den Joker übrigens nicht einsetzen. Weil wir es nicht wollen. Bloodbank kann mir nicht leisten, an dir zu spielen. Will ich auch nicht. Lassen wir das. Gehen direkt weiter. Oh. Schön. Goldener Pupi! Warum machen meine Tränen dem Pupi nichts? Was stimmt mit dem Pupi nicht? Ich glaube, wir wollen hier extrem abkürzen. Und schauen, ob sich Mom's Heart eventuell ganz nördlich befindet. Meine Intuition... Fucking... Fuck, fuck, fuck. Meine Intuition sagt mir, nördlich sind wir richtig. Demon's Tail. Gefällt mir. Shit. Gefällt mir nicht. Demon's Tail ist gut. Nehmen wir mit. Das bringt, dass... Ah! Oh Gott, nein. Mache ich gerade extrem dummen... nehme ich gerade extrem dummen Damage gegen alles und jeden. Falls ja, dann aufhören. Danke. Habe ich auch vergessen, meine Fliegen zu spawnen? Warum bin ich hier hoch? Oh fuck, nein, geht weg. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt kurz vorm Sterben, Leute. Ich glaube, wir sind kurz vorm Sterben. Und sollte der Demon Tail aus den roten... Ich glaube nur aus den roten Herzen, die so rumliegen. Ich glaube, die Gegner droppen, die bleiben rote Herzen. Ja, auf jeden Fall können wir mit dem Demon Tail eventuell das ein oder andere schwarze Herz für gratis bekommen. Das wäre ziemlich cool. Tinted Rock wäre natürlich auch cool, aber da ist keiner. Soul Hearts. Mein Glückswert ist, glaube ich, leider mies, aber es ist mir egal. Ich werde es an dem Scheißautomaten spielen, bis irgendwas Cooles rauskommt. Gib mir Cancer. Das Trinket. Nicht die Krankheit. Ich will kein Krebs. Bin ich wirklich nicht. Das ist uncool. Gib mir bitte irgendwas, Automat. Bitte. Komm schon. Komm. Na komm. Na komm. Yay. Yay. So, also wir machen mal den Lovers. Ich weiß gar nicht, können hier... Ja, hier können rote Herzen gespawnt werden. Es gibt nämlich auch so ein... es gibt ja so einen Geheimraum auch, der... Ach übrigens, da nördlich war Mom's Heart nicht. Genau, es gibt ja so einen Geheimraum, in dem immer ein schwarzes Herz drin liegt. Und ich meine, wenn man in dem den Lovers einsetzt, dann werden auch zwei schwarze Herzen gespawnt. Weil da halt nur schwarze Herzen gespawnt werden können. Genauso wie in dem Raum, in dem nur rote Herzen drin sind, wenn man da den guten... Dark Bum direkt auszahlen lässt, dann bekommt man nur rote Herzen raus, maximal. Ja, in manchen Räumen können nur eine gewisse Art von Herzen gespawnt werden. Und da haben wir den Boss. Hi! Gute Arbeit, Fliegen. Es lebt! Ich muss vorsichtig sein! Gott, und ich wäre so da... Oh Gott. Oh, fantastisch. Gut. Jetzt sind wir relativ am Arsch, Leute. Ich habe zu viel Schaden genommen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel retten kann. Aber ich wirklich nicht. Ich meine, unser Geschwindigkeit... Ja, fantastisch. Stirb. Ich habe auch noch Herzen rumliegen. Der bringt... Das ist doch kein Devil Deal. So, ich glaube, ich muss jetzt die roten Herzen mitnehmen, die ich noch rumliegen habe. Oh, so eine unschöne Situation. So unschön. Oh.
Muss ich nicht? Okay, ich habe scheinbar doch mehr Herzen, als ich dachte. Aber jetzt ist wirklich, jetzt darf ich wirklich nichts mehr verlieren. Sonst hört der Spaß auf. Vor allem wird es jetzt sehr schön, dass ich jetzt meine Herzen wieder sehen kann. Das hilft auch immer ganz ungemein. So, Kathedrale, wie viele Herzen noch? Oh, was? Noch 3 blaue Herzen. Alles klar. Go, Ted. Absolut nichts, woran ich gerade interessiert bin. Also, so überhaupt nicht. Oh, fuck, Monstro 2 schon wieder. Mann, Monstro 2, geh mir nicht auf den Sack, okay? Können wir uns darauf einigen? Dass du mir nicht auf den Sack gehst? Ja, können wir das? Wäre das möglich? Monstro 2, nicht auf den Sack gehen? Nein? Okay, dann machen wir es auf die Tour. Und ich weiß, ich könnte mal ein bisschen mit meinem Ball of Bandages arbeiten, aber... Oh, verdammte Scheiße. Komme ich ja nur auf die Fresse, wenn ich das versuchen würde. Los, Bob, flieg! Danke, Bob. Willkommen. Eine Kiste, Schlüssel. Ah, Mann, wir haben auch nur 2 Schlüssel, Leute. Das ist echt uncool, falls ihr es nicht wisst. Also für die Chest. So. Euch kann ich... Oh, ihr gebt ein Soulheart. Danke, ihr kleinen Scheißer. Gebt mir das Soulheart. Yes. Guppy. Pandoras Box, Kathedrale bringt... Oh. Ein Engelsraum-Item. Ist okay. Ist nicht mein Favorit, der Schild, aber ist okay. Und ich hätte so viel lieber Guppy rausbekommen, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Er glaubt gar nicht, wie gerne ich Guppy geworden wäre jetzt noch. Wo ist überhaupt Bob's Brain? Bob's Brain, da ist es. Okay. Alles cool. Ich frage mich, ob der Schild irgendeinen Nutzen für mich haben wird. Ich fürchte nämlich nicht. Ja, wobei gegen Isaac. Ich glaube, gegen Isaac ist der Schild ziemlich stark. Und auch gegen dich, Loki. Wenn du vor mir stehst, dann kannst du mir gar nichts anhaben. Ich glaube, der Schild ist cool. Ich weiß ja nicht, ob der auch Explosionen abwehren kann. Deswegen will ich mein Glück nicht herausfordern. Und wehr einfach nur Tiers ab. Ja, das klingt plausibel. Wundervoll. Und noch ein Schlüssel. Sehr gut. Wenn unser Ziel sind, ob ihr es glaubt oder nicht, 4 Schlüssel. Nein! Braucht eine Bombe. Oh, noch besser. Noch besser. Ich brauche trotzdem eine Bombe. In diesen Tinted Rock. Den will ich mir nicht entgehen lassen. So, und ihr verzieht euch mal. Bleibt mal ein bisschen auf Abstand, Jungs. Ist ja alles gut. Jeder kann mal ein Stück von den guten Eden haben. Jeder. Bombe. Fuck. Komm schon. 2 Soul Hearts. Ist okay. Ist nicht Guppy, aber ist okay. Gibt jemand eine Bombe? Habt ihr eine Bombe für mich? Bombe? Eine Bombe? Die schwarzen Teile mit dem Sprengstoff. Naja, danke. Ja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt direkt. Wir gehen direkt rein zu Isaac. Welcher gerade so angenehm ist wie noch nie zuvor, möchte ich mal anmerken. Oh shit. Okay, man soll es auch nicht übertreiben mit dem Schild. Also es ist gut zu wissen, dass er für den Fall der Fälle da ist und einfach mal so ungefähr 90% aller Tiers von Isaac abwehrt. Das ist sehr angenehm. Wisst ihr, was noch angenehmer wäre, wenn ich Guppy geworden wäre und einfach mal scheiß viele Fliegen von mir geben würde, die scheiß stark sind. Oh fuck. Du kleiner Drecksack, stirb. Aber dich sollte ich doch jetzt gut abwehren können, oder? Isaac, halt dich bitte fern von mir. Oh Gott, der Isaac-Kampf ist übrigens gefährlich für mich. Denn meine Geschwindigkeit nach wie vor für den Arsch. Ja, großartig. So, und jetzt stirb bitte. Isaac, sterben. Okay. Dem sind wir nochmal ausgewichen. Yay, das war ungefähr die erste Strahlwelle, der wir ausweichen konnten. Oh, da oben. Okay. Isaac, stirb. Bitte, 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 danke. Unser Damage ist echt mies. Ich meine, ich wusste, dass unser Damage nicht das Beste von allen ist, aber ich dachte echt, dass er ein Stück weit besser wäre. Aber hey, vielleicht können wir hier jetzt voll viele coole Kisten finden, die uns coole Dinge geben. Aber erstmal. Erstmal frage ich mich, ob die mich verarschen wollen. Sister Maggie, bist kein Little Chaddy. Ah, das ist kein Sacred Heart. Beruhigt euch, Leute, ist kein Sacred Heart. Falscher Alarm. Snow Pyromaniac, welcher auch ziemlich gut ist, aber insgesamt ist es nicht die beste Ausbeute, die man sich hätte wünschen können. Mal so am Rande. Ups.
haben wir hier? Yay, Magneto! Den brauche ich! Ich kann mir Items snatchen! Snatch, snatch! Yeah! Cool! Du kannst mir eigentlich gar nichts anhaben, oder? Mit deinen Explosionen. Ich vermute ja. Und nochmal 5 Bomben. Ich komme ein bisschen spät. Aber gut, ich verzeihe euch. Oh Gott. Bob's Brain! Dankeschön! Geh weg! Geh weg, du Schwabbel! Bleib fern von mir. Trail of Tears bringt sogar tatsächlich was gegen Gurley Jr. Ich hatte ja keine Ahnung. Ehrlich gesagt traue ich mich noch nicht in den großen Raum rein. Ich würde gern... Ah, das ist auch ein großer Raum. Gehen wir hier rein. Oh, klasse. Oh Gott. Warum bin ich hier reingegangen? Warum bin ich hier reingegangen? Warum bin ich hier reingegangen? Und Bob's Brain. Würdest du bitte die Güte besitzen? Fuck! Okay, der erste ist down. Der erste ist down. Wir haben so gut wie geschafft, Leute. Denke ich. In irgendeinem Paralleluniversum haben wir so gut wie geschafft. So, nicht hüpfen. Bleib schön am Boden. Oh, klasse. Wisst ihr was? Ich hätte in den XL-Raum gehen sollen. Der hätte nur besser sein können. Hierophant, dankeschön. So, was haben wir hier? Feuer. Heiß. Hi. Ah, und hier haben wir Vision. Okay, da ist der Boss. Hangout Man, Death. Bringen wir alle nicht so viel. Aber hey, vielleicht ist ja sonst noch irgendwas. Karte? Nein? Okay. Ich glaube, wir machen jetzt den großen Raum, bevor ich noch mehr Herzen verliere. Ich glaube, das führt sonst alles zu nichts. Ich glaube, es wäre echt wichtig, dass ich da mal hingehe. Und meine Fresse, der Run. Der zieht sich aber gerade. Oh. Ach, das ist ein angenehmer XL-Raum. Bis auf den kleinen, kleinen Super-Envy. Der mir voll auf den Sack geht. So, Death. Die Death-Karte war nicht halb so effektiv, wie ich mir das erhofft hätte. Möchte ich mal anmerken. Bob's Brain fliegt echt weit. So, mein Freund. Stirbst du jetzt bitte? Sterben, ja. Sterbi, sterbi. Sterbi, sterbi, Mari, Mari. Danke. Für die Herzen. Danke. So, was haben wir denn hier unten? Was denn auch sonst? Was denn auch sonst? Und? Okay. Satanic Bible ist okay. Das heißt, wir sollten eigentlich echt genug Herzen haben. Wir gehen jetzt einfach zum Blue Baby. Ich kann es ganz nicht mehr... Oh, Moment. Mir wird gerade wieder was bewusst, Leute. Mir wird bewusst, dass ich den Schild habe. Und das bedeutet, ich kann ja eigentlich ganz entspannt ein bisschen rumhängen und ein bisschen aufs Blue Baby feuern. Weil mir prinzipiell hier oben nicht allzu viel passieren kann. Das ist ziemlich angenehm. Shit. Okay, wenn er die Phasen wechselt, kann er mir doch Schaden zufügen. Entschuldigung, Blue Baby. Nicht hinter den Schild. Bleib immer schön vor dem Schild mit deinen Tiers. Vor dem Schild bleiben. Was hast du eigentlich mit deinen Fliegen und Spinnen, was du da... Beziehungsweise mit den ganzen Fliegen, die du spawnst, Blue Baby. Soll denn der Schwachsinn? Willst du mich damit beeindrucken? Das klappt nämlich nicht. So, und jetzt... stirb doch bitte! Komm schon, Blue Baby. Ist doch nicht mehr viel. Soll ich es erstmal, als ich vom Blue Baby das Lied richtig höre? Ich wusste gar nicht, dass da Gesang drin ist. Ja, seltsam. Aber hey, wir haben es geschafft. Wundervoll. Deswegen würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part von der Binding of Isaac Rebirth wieder, welcher hoffentlich nicht ganz so lang wird. Und das wird super. Bis dann. Ciao.